begrüße Sie zu den Nachrichten aus dem Vogtland. Das Helios Vogtland Klinikum ist das familienfreundlichste Unternehmen im Vogtlandkreis. Die privat geführte Gesundheitseinrichtung mit ihren rund 1000 Beschäftigten punktete insbesondere durch die in der Unternehmensstrategie verankerte Familienfreundlichkeit, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie belegt. Der Wettbewerb um das familienfreundlichste Unternehmen wird alle 2 Jahre vom Landratsamt ausgelobt und fand in diesem Jahr bereits zum 3. Mal statt. Sie lagen eng beieinander, die Plätze 1 bis 3. Am Ende entschied sich die Jury für das Helios Vogtland Klinikum. 3000 Euro gab es dafür vom Landrat. In vielen Dingen konnte der Geschäftsführer Markus Sommer und sein Krankenhausteam punkten. Nichtraucher bekommen einen Tag mehr Urlaub. Ein Viertel der Auszubildenden werden garantiert übernommen. Seit März gibt es eine betriebseigene Kindertagesstätte und Patienten werden ab und an von einem Mitarbeiterchor besungen. Die Plätze 2 und 3 gingen an die N3 GmbH und Co. KG Oelsnitz sowie an die Mahle Bär Industrie GmbH Reichenbach. Nur 9 von rund 20.000 vogtländischen Unternehmen hatten sich bei dem Wettbewerb beteiligt. Metaller streiken. Nachdem die Tarifgespräche in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie ins Stocken geraten sind, rief die IG Metall zu Warnstreiks auf. Auch im Vogtland, wie hier beispielsweise bei Bär Industrie in Mühlau und Heinsdorfer Grund, streikten die Metaller. Die Gewerkschaft will damit ihren Forderungen nach 6,5% mehr Lohn, eine unbefristete Übernahme von Azubis sowie eine gerechtere Leiharbeit mehr Druck verleihen. Thomas Knabel, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Zwickau, forderte, dass der Verband der sächsischen Metall- und Elektroindustrie an den Verhandlungstisch zurückkehren soll. Der Verband soll ein vernünftiges Angebot für eine Zukunft in dieser Region vorlegen, so der Gewerkschafter. Vogtlandweit beteiligten sich über 750 Arbeiter an dieser ersten Warnstreikwelle. Marode Rathausfassade wird Neubau weichen. Mehrheitlich stimmten die Blauner Stadträte zu ihrer Sitzung am 8. Mai für den Neubau des 35 Jahre alten Rathauseingangsbereiches. Zuvor war die CDU-Fraktion mit ihrem Antrag auf einen Bürgerentscheid gescheitert. Wir haben die Möglichkeit genutzt, die Gemeindeordnung vorsieht, bei wichtigen Entscheidungen, wie vom Oberbürgermeister eigentlich angesprochen, dass der Bürger mitreden soll, wollten wir diese Entscheidung dem Bürger überlassen, weil es aus unserer Sicht keine eindeutige Mehrheit bei der Bevölkerung für Nachbau oder Neubau doch in den letzten Wochen zu erkennen war. Viel wurde in der Vergangenheit über die drei Denkrichtungen um Neu- oder Nachbau diskutiert. Dass sich die meisten Stadträte für den Neubau ausgesprochen haben, lässt den Oberbürgermeister optimistisch in die Zukunft blicken. Es gibt jetzt einen Architektenwettbewerb, da werden die Ergebnisse im Herbst diesen Jahres vorliegen. Und dann lade ich auch die Bürger wieder ein ins Rathaus, um darüber zu reden, welcher der Preisträgerentwürfe soll dann umgesetzt, soll gebaut werden. Aufregung herrschte zu Beginn der Sitzung. Der SPD-Stadtrat Sven Jahn wurde von Ralf Oberdorfer kurzerhand vor die Tür gesetzt. Sein T-Shirt entspräche nicht der Kleiderordnung, so die Begründung des Stadtoberhauptes. Sven Jahn spielte mit dem T-Shirt auf die Äußerungen von CDU-Stadtrat Dieter Blechschmidt an. Er hatte vor kurzem verlauten lassen, Homosexuelle seien krank und benötigen Hilfe. Laufende Buchstaben gegen funktionalen Analphabetismus. Am 8. Mai machte die Sächsische Koordinierungsstelle Alphabetisierung, CoAlpha, im Rahmen ihrer Städtetour Halt in Reichenbach. Mit 5 großen, umherlaufenden Buchstaben wurde auf die Problematik des funktionalen Analphabetismus aufmerksam gemacht. Darüber hinaus informierten die Mitarbeiter über die verschiedenen Hilfemöglichkeiten. Betroffene, also Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, die können zu uns kommen und kostenfrei und auch, wenn gewünscht, anonym beraten werden, wo es in der Region dann speziell Kurse gibt. Laut einer Studie haben in Sachsen über 200.000 Menschen Probleme, sinnverstehend zu lesen und Schwierigkeiten, sich schriftlich auszudrücken. Dadurch leiden die Betroffenen unter gesellschaftlicher Ausgrenzung und haben Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Die Nöte und Sorgen der Freiwilligen Feuerwehren des Vogtlandkreises waren Thema des Kreisfeuerwehrtages am 5. Mai in Markneukirchen.
Laut Medienberichten haben diese vor allem mit Nachwuchssorgen und Mitgliederschwund zu kämpfen. Rund 4000 freiwillige aktive Mitglieder gibt es im Vogtland. Doch viele von ihnen können nicht an Einsätzen teilnehmen, weil sie auswärts arbeiten. Auch die Rekrutierung von Nachwuchs gestaltet sich schwierig. Ein Lösungsansatz könnte die sogenannte Doppelmitgliedschaft sein. Das heißt, die Kameraden könnten auch an ihren Arbeitsorten mit der dort ansässigen Feuerwehr zum Einsatz kommen. Noch gibt es Skepsis unter den Florianz-Jüngern, doch man will im Dialog bleiben. Im Herbst sollen weitere Gespräche stattfinden. Feuerwehr testet Einsatztechnik. Über 80 aktive Feuerwehrfrauen und Männer aus Auerbach trainierten am 5. Mai für den Ernstfall. Im Waldpark Grünheide übten sie das Verhalten in verschiedenen Notsituationen. Dazu zählten unter anderem die Bekämpfung einer Fettexplosion oder die Bergung eingeklemmter Personen. Dafür kam die neueste Errungenschaft der Auerbacher Florianz-Jünger zum Einsatz. Ein Spezialkoffer für Türnotöffnungen. Die Schulung für Auerbachs Feuerwehren wurde erstmals durchgeführt und soll im nächsten Jahr wiederholt werden. Sie ist nötig, weil man als Feuerwehrfrau oder Mann schnelle und überlebenswichtige Entscheidungen treffen muss. Einsatzkräfte trainieren Ernstfall. Die Berufsfeuerwehr Plauen sowie Einsatzkräfte von Landeskriminalamt und den sächsischen Strahlenschutzbehörden trainierten am 9. Mai gemeinsam eine nuklearspezifische Gefahrenabwehr. Auf dem Gelände des Plauener Gewerbegebietes Schöpsdrehe kam eine schwach radioaktive Quelle zum Einsatz. Trainiert, geübt wurde, radioaktive Stoffe zu detektieren, also sie aufzufinden, zu sichern und in der sicheren Verwahrung sie dann schadlos von einem bestimmten Ort abzutransportieren und die Nuklide, die dabei auftreten, zu identifizieren. Dabei kam auch dieser 250.000 Euro teure Spezialroboter zum Einsatz. Er kann ferngesteuert via Laptop die radioaktiven Quellen orten und bergen. Mit dem Training, das erstmals in Plauen stattfand, sollen die Melde- und Informationswege der beteiligten Behörden überprüft werden. Tag der Befreiung. Mitglieder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, kurz VVN-BDA, und interessierte Bürger gedachten am 8. Mai mit Kränzen und Blumen den Opfern des Faschismus am Reichenbacher Ehrenmal Bürgerholz. Als Hauptredner fungierten vor der Kranzniederlegung VVN-BDA-Vizechef Peter Giersig, der an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnerte, und linken Fraktionschef Henry Ruß. Der Stadtrat forderte ein NPD-Verbot und rief in Erinnerung, dass beim Potsdamer Abkommen der Siegermächte die Bildung sämtlicher Nachfolgeorganisationen der NSDAP verboten worden sei. Der 8. Mai ist in verschiedenen europäischen Ländern ein Gedenktag, der an die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht und damit an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa erinnern soll. Industrie- und Handelskammer lädt ein. Zu ihrem traditionellen Jahresempfang lud die IHK-Regionalkammer Plauen am 4. Mai. Erstmals hielt der im vergangenen Jahr zum Präsidenten gewählte Theodor Kiesling die Eröffnungsrede, in der er unter anderem das Ehrenamt würdigte. Rund 2300 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer nahmen 2011 im gesamten Kammerbezirk Chemnitz über 15.000 Prüfungen ab. 3,4 Millionen Euro ist dieser Einsatz wert gewesen. Geld, das die Wirtschaft dank Selbstverwaltung spart. Unter dem Motto, wenn das Pferd tot ist, steig ab, referierte die studierte Diplompsychologin, Heilpraktikerin sowie Fachtrainerin für Unternehmer und Führungskräfte Daniela Ben-Said. Mit hohem Unterhaltungswert gab sie den Gästen Tipps für bessere Motivation und innovative Ideen im Unternehmeralltag. Und dann gratuliere ich Ihnen nochmal. Vielen Dank. Im Namen des Landrates. Rezertifizierung. Das im Jahr 2006 gegründete Brustzentrum im Klinikum Obergölsch in Rodewig wurde zum zweiten Mal rezertifiziert. Chefarzt Dr. Wolfgang Hessel, Leiter der Frauenklinik, brachte in einer Feierstunde am 4. Mai im Klinikum zum Ausdruck, wie wichtig dieses alle drei Jahre vorgenommene Verfahren der Zertifizierung sei.
Sie ist der Beweis für eine hohe technische und fachliche Qualität der Einrichtung und seiner Mitarbeiter. Jede 9. bis 10. Frau kann laut Statistik in Deutschland an Brustkrebs erkranken. Je früher eine Diagnose gestellt werden kann, desto größer sind die Heilungschancen. Vorsorgeuntersuchungen sollten deshalb von jeder Frau in Anspruch genommen werden. Nicht nur Vogtländerinnen nutzen das Brustzentrum in Rodewig. Etwa die Hälfte der Patientinnen kommen aus dem Erzgebirge und aus dem Zwickauer Raum. In der Stadt Plauen werden ab Juni mehr als 400 Wegweiser für Radfahrer im gesamten Stadtgebiet aufgestellt. Damit sollen die sichersten und verkehrsrechtlich einwandfreien Radrouten ausgewiesen werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Außerdem wolle man das Radfahren mehr ins Bewusstsein der Leute bringen. Verschiedene Routen führen auf insgesamt 160 Kilometern durch die Stadt. An den Kreuzungen sind jeweils die Fern- und Nahziele und die Kilometeranzahl bis zum Ziel angegeben. Im Herbst soll alles stehen, danach soll ein Radwegestadtplan im Internet und später auch ein Faltplan folgen. Oelsnitzer Mittelschule feiert Jubiläum. Bereits seit 125 Jahren gibt es die Mittelschule am Karl-Marx-Platz. Ein Grund für Lehrer und Schüler am Samstag, dem 5. Mai, ein großes Schulfest zu feiern. Im Innenhof der Schule waren neben einem Festzelt auch verschiedene Stationen aufgebaut, die zur Unterhaltung der zahlreichen Besucher beitrugen. Auf einer Pinnwand wurde der schönste Kussmund der Mittelschule gesucht. Ein Wettbewerb, bei dem nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen teilnahmen. In der Schule gab es ständig Führungen durch die Klassenräume. Während in der Küche gebrutzelt wurde, konnte im Zelt vor allem nach einsetzendem Regen neben Auftritten der Big Band der Realschule Rehau auch eine von der Klasse 9b gestaltete Zeitreise miterlebt werden. Von der Grundsteinlegung über die DDR-Zeit bis zur Gegenwart wurden die einzelnen Bilder gestaltet. Während einer am Abend stattgefundenen Festveranstaltung konnten noch 3.500 Euro aus einem Stundenlauf an den Verein zusammen gegen den Krebs übergeben werden. Museum erhält bedeutsames Exponat. Die weitestgehend original erhaltene Werkstatt des letzten Klingenthaler Geigenmachers Arno Körner hat seit dem 8. Mai ihren Platz im Musik- und Wintersportmuseum gefunden. Bürgermeister Enrico Bräunig durfte zur feierlichen Übergabe selbst Hand anlegen, um einen Einblick in das traditionelle Handwerk zu bekommen. Den Erhalt der historischen Werkstatt ist dem Heimatpflegeverein Klingenthal mit seinem Vorsitzenden Manfred Körner zu verdanken, die das Stück Klingenthaler Geschichte nach der Insolvenz der Schaumanufaktur gekauft haben, um es dem Museum zu schenken. Arno Körner starb 1996 als letzter Geigenbauer der Musikstadt. Die Werkstatt nutzten 4 Generationen seiner Familie. Der kleine Corse mit den großen Ambitionen fasziniert die Menschen bis in die Gegenwart. Das ist ein Grund für die Sonderausstellung im Vogtlandmuseum. Doch es gibt noch mehr. Der vollständige Titel offenbart es. Das Vogtlandmuseum Plauen eröffnet am 12. Mai eine qualitativ hochrangige Sonderausstellung mit dem Titel Napoleon, Plauen und das Jahr 1812. Es erinnert an den Aufenthalt des Kaisers vor 200 Jahren in diesen Museumshäusern. Am 15. Mai 1812 verbrachte Napoleon, der auf dem Weg nach Dresden war, mit seiner Frau Marie-Louise und hochrangiger französischer Prominenz eine Nacht im Museumshaus in der Nouvellestraße 13. Das Zimmer, das Gemach, das Napoleonzimmer kann ebenso besichtigt werden wie diese umfangreiche Sonderausstellung. Die Sonderausstellung erinnert nicht bloß an den Aufenthalt Napoleons in der Stadt, sondern auch an seine oft vergessenen zivilisatorischen Leistungen. In der Ausstellung sind hochwertige, teilweise einmalige Dinge zu sehen. So zum Beispiel Bildnisse, Waffen und Münzen. Weiter erhält der Besucher einen Überblick über die inneren Verhältnisse der Stadt Plauen in der damaligen Zeit. Eine weitere kleine Exposition widmet sich der Waffensammlung des Museums, die mit Leihgaben ergänzt wurden und zeigt russische, französische und sächsische Blankwaffen. Hobbyfotografen stellen aus. Unter dem Titel Fokussiert wurde am 3. Mai eine Ausstellung im Best Western Hotel in Plauen eröffnet. Zu sehen sind Werke der Hobbyfotografen Dirk Holzmüller und Kai Malditz. Beide sind Mitglieder im Fotoclub Vogtland und haben in der Vergangenheit erfolgreich an nationalen Fotowettbewerben teilgenommen. Zudem organisieren sie Kurse und Wettbewerbe, wo sie ihr Wissen weitergeben.
Für die Ausstellung im Best Western Hotel öffneten die Jössnitzer ihre fotografische Schatztruhe und wählten vor allem Porträt-, Sach- und Aktfotografien aus, die zum Teil hier im Hotel entstanden. Noch bis Anfang September sind diese Werke zu bewundern. Eine neue Ausgabe der Nachrichten aus dem Vogtland sehen Sie ab 17. Mai.